Herr Junco, die Empörung ist groß. Sie haben den venezolanischen Präsidenten Maduro getroffen. Wie schrecklich. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade erst aus Venezuela zurückgekommen. Ich war, als hier die Empörungswelle in Deutschland losging, gerade im Südosten Venezuelas bei den Piemont-Ureinwohnern. Da geht es um eine Auseinandersetzung um einen großen Stein, der im Tiergarten steht und von dort entwendet wurde. Aber ja, das war mir klar, dass es sicherlich einige gibt, die sich empören. Aber ich muss sagen, ich habe ein umfangreiches Programm in Venezuela gehabt. Ich habe rund 30 Gesprächstermine gehabt mit Regierungsvertretern, mit Opposition, mit humanitären Organisationen, mit kritischen Vertretern, mit Politikwissenschaftlern. Und natürlich gehört eben, wenn man sich ein umfassendes Bild der Lage macht, eben auch dazu, sich mit Regierungsvertretern zu treffen. Und dann kam eben die Anfrage von Maduro, wollte mit mir reden, und dann habe ich zugesagt. Und ich habe eben so auch den Parlamentspräsidenten Guaido getroffen. Und ich denke, das ist ein gutes Programm. Und ich würde mir wünschen, Heiko Maas würde auch so ein ausgewogenes, umfangreiches Programm absolvieren, wenn es um die Frage Venezuela geht. Ja, im Westen liebt man Schwarz-Weiß-Bilder im Falle Venezuelas, also der Diktator Maduro auf der einen Seite und der Demokrat Guaido auf der anderen Seite. Ganz so einfach ist die Wirklichkeit nicht, oder? Mit Sicherheit nicht. Man muss ja sehen, dass Maduro vor einem Jahr gewählt wurde. Alle internationalen Wahlbeobachter, die da waren, haben den korrekten Ablauf dieses Wahltages auch bestätigt. Wenn man sich schaut, wie viele Menschen ihn von allen Wahlberechtigten gewählt haben, ist das mehr als zum Beispiel andere Regierungschefs im Westen gewählt haben, etwa Macron oder Trump beispielsweise. Also so einfach ist das nicht. Was diese Wahlen angeht, hat die Opposition, ein Teil der Opposition muss man sagen, der radikale Teil der Opposition, diese Wahlen boykottiert und deshalb auch nicht anerkannt. Und es ist eigentlich erschreckend, dass auch die europäischen und US-amerikanischen Regierungen diese Wahl auch nicht anerkannt haben. Sie behaupten immer, sie sind die internationale Gemeinschaft, aber die ist halt auch sehr viel größer und es sind halt 40 bis 50 Staaten international, die praktisch die Legitimität von Maduro absprechen. Was haben Sie denn mit Maduro und mit Guaido besprochen? Natürlich, der Hauptgrund der Reise war, dass ich natürlich die Möglichkeiten eines friedlichen Ausgangs dieses Konfliktes ausloten wollte, schauen wollte, wie viel Dialogbereitschaft, welche Dialogmöglichkeiten gibt es. Auf der anderen Seite wollte ich mir ein Bild der Gesamtlage, auch der humanitären Situation in Venezuela machen. Maduro hat stark betont die Abhängigkeit der Opposition von Weisungen aus den USA. Er hat also auch immer wieder gesagt, es macht keinen Sinn, einen Dialog zu führen, wenn dann praktisch auf Anruf aus den USA dieser Dialog abgebrochen wird. So offenbar geschehen in den zum Beispiel in dem Dialogprozess, den es vor den letzten Präsidentschaftswahlen gab. Aber grundsätzlich sei er Maduro eben auch zum Dialog bereit. Er würde sogar mit dem Teufel sprechen, wenn es notwendig ist, wie er sich ausdrückte, Hablar con el Diablo. Und was die Opposition angeht, da hatte ich unterschiedliche Signale. Also die Guaido und seine Unterstützer sehen im Augenblick in Verhandlungen und Dialog eher Zeitgewinn für die Regierung. Sie wollen einen schnellen Sturz im Augenblick der Regierung Maduro. Und ich glaube, andere Teile der Opposition, wie Avanza, Progressista beispielsweise, sind da, glaube ich, offener, was Dialog angeht. Was ist denn Ihr Eindruck, was braucht denn das Land im Moment am dringendsten? Es braucht vor allen Dingen, also am dringendsten meines Erachtens, braucht es Luft, einen eigenen Prozess, souveränen Prozess zu überwinden und der gegenwärtigen politischen Krise zu haben, also eine Luft nicht unter Militärdrohungen, wie sie ja tatsächlich da sind, auf dem Tisch liegen, und unter dem Druck der Wirtschaftssanktionen, die tatsächlich auch die humanitäre Situation drastisch verschlimmern. Also Luft ohne diesen Druck, die eigenen Probleme zu lösen, das wäre meines Erachtens das Wichtigste. Und auch sicherlich auch eine gewisse Form der
der humanitären Hilfe. Es sind ja auch Hilfsorganisationen vor Ort. Ich habe einmal mit dem Roten Kreuz gesprochen, die auch schon seit langem dort vertreten sind. Es wird nämlich in Deutschland berichtet und auch mit Vertretern der lateinamerikanischen Gesundheitsorganisation, die praktisch der WHO, der World Health Organization, angegliedert sind. Also spezifische humanitäre Hilfe, gerade was auch Krankheiten, bestimmte Krankheiten, die aufkommen, jetzt angeht, mit entsprechenden Medikamente. Das ist sicherlich sehr wichtig, aber vor allen Dingen braucht meines Erachtens das Land ein Ende dieses Drucks von außen und eine Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. Da ist diese Blockade, diese Wirtschaftsblockade, die vor allem von den USA angestrebt wird, stranguliert das Land und geht am Ende nicht auf Kosten von Maduro, sondern auf Kosten der Ärmsten in Venezuela. Das haben ja übrigens auch die Hilfsorganisationen so gesagt. Nur ist aber Venezuela nun mal auf der Abschussliste der USA, gilt dort als Failed State und Maduro als Staatsfeind. Meinen Sie, die werden ihre Einstellung ändern? Das glaube ich jetzt nicht unmittelbar, aber es wäre ja schon wichtig, wenn sich die Europa und auch die Bundesregierung, die Europäische Union, sich deutlich von diesem Kurs absetzt. Die Bundesregierung, auch die Europäische Union, ich habe auch mit der EU-Botschafterin gesprochen, betonen immer wieder die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung. Aber da muss man sich auch eben ganz klar abgrenzen von den immer wieder eingebrachten Militärdrohungen. Es gibt jetzt die Befürchtungen, dass in Kolumbien mögliche Militärinterventionen vorbereitet wird, vielleicht auch Low-Level-War geführt wird. Davon muss man sich dann eben ganz strikt auch abgrenzen und in keinster Weise ein solches Szenario unterstützen. Und ich glaube schon, dass es die Möglichkeit gibt, in Europa, in Deutschland, hier Druck auf die hiesige Regierung auszuüben, eben einen solchen Kurs nicht zu unterstützen. Außenminister Maas wird sich, soweit bekannt ist, auf seiner derzeitigen Lateinamerika-Reise kein Bild von der Lage in Venezuela machen, sondern lieber den lupenreinen Demokraten Bolsonaro, den neuen Präsidenten Brasiliens, treffen und eben auch in Kolumbien weilen, was Sie gerade erwähnten. Ja, das ist sehr traurig, weil Herr Maas wird dann in Kolumbien Vertreter der Opposition in Venezuela treffen. Ich weiß jetzt noch nicht genau wen, aber es werden halt vermutlich Vertreter auch des radikalen, auch gewaltbereiten Teils der Opposition sein, also zu denen ich letztlich auch Guaido zähle. Und mir haben viele Gesprächspartner gesagt, dass ein Problem auch ist, dass die westlichen Regierungen oder die europäischen Regierungen sich oft auf die Berichte und Darstellungen dieser extremsten Teile der Opposition stützen, die dann meistens im Ausland sind, also die ins Ausland fahren können. Und das führt dann auch zu so Vorstellungen, dass man nach der Selbstausrufung von Guaido, haben wohl auch einige in der Bundesregierung geglaubt, naja, die Regierung Maduro wird hier in wenigen Tagen oder Wochen gestürzt sein. Das ist eine völlige Fehleinschätzung der Situation im Lande. Die Regierungen, insbesondere der Chavismus als solcher, verfügt nach wie vor über großen Rückhalt in der Bevölkerung. Und das versteht man nicht, wenn man sich dann nur auf einzelne Berichte von einigen Oppositionsvertretern im Ausland stützt. Herr Junco, Sie selbst sind immer noch nicht zu Hause, sondern gerade in Spanien. Was machen Sie dort? Ich habe gerade beim Prozess gegen die Katalanen hier in Madrid ausgesagt. Ich bin Zeuge in diesem Prozess, weil ich am 1. Oktober 2017 dieses Referendum in Barcelona und Girona beobachtet habe und auch die Gewaltanwendungen dort beobachtet habe. Ich habe gerade bei diesem Prozess ausgesagt, war als Zeuge geladen und habe jetzt endlich Feierabend und werde dann endlich nach Deutschland zurückkommen.